Also es ist ja so, die hochwertigsten Fahrzeuge, die müssen auch beschützt werden. Also hier Orange Camp hat extra Polizeistaffel angestellt, ja. Damit auch diese Fahrzeuge gut aufgehoben werden. Wir müssen hier aufpassen wie ein Luchs. Ja. Und da wir nicht überall sein können, haben wir uns Verstärkung geholt. Ja, und das sieht man auch gleich am Preis. So, wir sind hier bei Orange Camp. Das ist ein kleiner Hersteller, Vertreiber von Fahrzeugen. Die werden alle in Süddeutschland produziert. Und hier haben wir den Andreas Hanner, der verkauft hier die Fahrzeuge auf der Messe. Und er sagt uns vielleicht ein bisschen was zu Orange Camp. Das kann ich gerne machen. Also, Orange Camp ist ein Produkt, was die Firma Brinkmann Caravan auf den Markt gebracht hat. Aus Braunschweig? Aus Braunschweig, genau. Und das ist halt unsere Hausmarke. Ja. Wir produzieren diese Fahrzeuge im süddeutschen Raum komplett, ja. Nutzen Produktionsstraßen von ansässigen Herstellern, ja, und statten diese Fahrzeuge nicht individuell, sondern nach unseren Vorstellungen aus. Ja. Aha, also nicht diese Standards, wie man sie bei vielen Herstellern findet, wo man dann viele Aufpreissachen kaufen muss, sondern ihr habt eure Standards etwas höher gesetzt. Interpretiere ich das so richtig? Genau. Und wir produzieren vor. Aha, das heißt also auch, die Wartezeit ist in der Regel nicht allzu lange? Genau, die liegt bei ca. 3 bis 4 Wochen. Aha, das heißt, der Kunde kommt zu uns, unterzeichnet seinen Vertrag und 3 bis 4 Wochen, je nachdem, was noch gemacht werden muss. Wenn natürlich eine Ledersitz-Lounge eingebaut werden muss, haben wir noch 4, 5 Wochen mehr. Die baut ihr dann selber ein, die wir dann nicht im Werk produziert? Das machen wir alles, genau. Ja. Und dann habe ich mir sagen lassen, seid ihr immer offen für Individuallösungen, das heißt Hundeboxen etc.? Ja, absolut. Hundeboxen machen wir sehr viele Ausbauten, auch individuell auf die Hundegrößen angepasst oder wie Herrchen und Frauchen das gerne hätten. Aha. Also für die Hundeliebhaber. Und was ist eure Stärke? Was würdest du als Stärke von Orange Camp bezeichnen? Orange Camp Stärke liegt in erster Linie in der Qualität, in der Verarbeitung, in der Handhabung und letzten Endes auch unser Service, den wir versprechen Service, wir halten Service. Aha. Ja. Und da ist schon ein großes Potenzial bei uns zu sehen. Kann man sagen, kleiner, flexibler Hersteller? Ja. Also, ganz genau. Und da schauen wir jetzt mal rein ins Fahrzeug und schauen es uns an. Vielen Dank, ja, gerne. Andreas, für die kleine Vorstellung. Und wir zeigen jetzt unseren Zuschauern noch ein Fahrzeug von Orange Camp. Wenn Fragen da sind, ich bin für euch bereit. Super. Ja? Danke. Viel Spaß. Den 740 EB, der hat eine 3,5 Tonnen Zulassung, ist 7,43 Meter, hat eine Breite von 2,30 Meter. Und hier ist der Grundpreis bei 47.489. Jetzt hier der Messepreis bei 63.900 fürs komplett ausgestellte Fahrzeug, was wir jetzt gleich zeigen werden. Und da sieht man auch schon, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht so übel ist. So, da sieht man also hier die Navigation. Da hat man auch kein Zenec eingebaut. Man baut nicht auf Fiat, was wir jetzt selber nicht als so toll bezeichnen können, denn wir fahren gerne Fiat, aber wir können nicht sagen, wie gut Peugeot ist. Bei Orange Camp setzt man auf Peugeot und bei der Navigation auf Kenwood. Und wenn ich das Thema Kenwood höre, dann kommt noch zusätzlich von uns der Hinweis, dass wir da ein zusätzliches Video einstellen werden. Ursi, wie sitzt sich hier im Orange Camp? Oh, bequem, sehr bequem. Ja, also man muss sich einmal eins sagen, das ist ein Fahrzeug mit fast 7,50 Meter auf 3,5 Tonnen und es ist sehr geräumig. Ja. Das ist ein Teilintegrierter. Und dann schauen wir gleich mal in den Küchenbereich rein. Da haben wir hier den Fernseher oben stehen. Aha, Drittstufe hat man drinnen, das ist klar. Und da haben wir den Fernseher stehen mit einer Kühlkombination von Dometic. Die ist gesichert, Ursi, deswegen wird es nicht aufgehen. Nee. Und da haben wir hier mit Backofen und sogar einen Vierflammenkocher. Mhm. Ja. Sehr schön. Und man hat hier, was man auch sieht, dass das durchdacht ist, ein kleines Abstellbrett hier mit angebracht.
Also das ist schon mal eine gute Lösung. Da könnte sich so mancher Premium-Hersteller eine Scheibe oder eine Idee abschneiden. Dann haben wir hier einen Raumteiler. Schauen wir, ob da. In die Dusche rein. Ja, und da haben wir hier das Raumbad. Die hat eine Keramiktoilette schon drin. Hier haben wir das Raumbad. Und dann haben wir hier die beiden Betten. Die Ossi hat es gerade schon verraten. Es ist hier das drinnen, was wir versäumt haben, in unser Fahrzeug einzubauen. Nämlich eine Keramiktoilette, die eigentlich schon empfehlenswert ist. Hier, das ist etwas nicht so großzügig ausgestattet, aber eigentlich für zwei Personen sollte dieser Spiegelschrank ausreichen. Und unten hat es auch noch was. Und da hat man eine Keramiktoilette von Tomedic, die durchaus ein sinnvolles Zubehör ist. Hier haben wir eine offene Dusche und was ja häufig bei vielen Herstellern, auch bei Premium-Herstellern der Fall ist, dass das Fenster nicht ganz am Kopfende ist. Das ist immer ein Manko, was ich persönlich immer gerne korrigiert haben möchte. Ja. Aber was man hier hat, ist eine Steckdose. Das heißt, man kann man kann sein Handy und Co. alles da oben hinstecken und aufladen. Genügend Stahlfächer. Ja. Und man muss natürlich auch immer wieder dazu sagen, wer sich unser erstes Video angeschaut hat, der hat auch gesehen, was ein Hümer-Teilintegrierer kostet und was der Orange-Can-Teilintegrierer kostet, dass hier natürlich einige Bauteile aufwendiger verbaut sind bei einem Fahrzeug, was 50% circa teurer ist. Das ist ja wohl logisch. Ja. Hier haben wir die Dusche. Und da muss man erst das Untergaus machen. Man kann es jetzt nicht zumachen, weil hier ist das Brett drinnen. Das wollen wir jetzt nicht rausmachen. Und man sieht hier auch diese Türen drin, also was sehr angenehm ist. Ja, und dann sieht man den Radkasten. Insgesamt, ich mache mal einen Rundumschwenk, sieht man hier, das ist das Raumbad. Das ist eigentlich sehr angenehm und sehr bequem. Da haben wir noch einen kleinen Schrank. Und um das Raumbad, wenn der andere Partner mal noch im Bett liegt, etwas abzutrennen, hat man hier einen Vorhang eingebaut. So sollte es auch sein. Dann haben wir hier noch den Kleiderschrank. Auf die Seite. Ja, der großzügig ist, wo man also auch genügend unterbringt. Ja, alles in allem ein kleiner, feiner Hersteller. Ja. Da und lässt sich's auch drin leben. Also wenn ihr auf die CMD geht, dann schaut in der Halle 5 doch mal bei Orange Camp vorbei. Ja, das ist schon eine gute Alternative. Lasst euch beraten. Sehr schön. Wir haben ihn gezeigt. Ja, sehr schön. So, was man an der Heckgarage sehen kann, das ist auch hier mit einem Schloss ausgestattet. Also auch das hochwertig gemacht, auch in diesem Preissegment. Und die Garage ist groß genug für zwei Fahrräder. Hier haben wir den Gasflaschenkasten. Und wie man sehen kann, hier lässt sich also auch ohne weiteres individuell eine Hundebox einbauen. Das ist also von der Firma Orange Camp eben ein Service, weil die sehr individuelle Ausbauten noch ganz schnell nachmachen können, weil keine große aufwendige Produktionsfirma dahinter steckt. So, und wenn die Polizei weg ist, dann ist auch wieder die Ossi da und strahlt, ja. Und da haben wir den von vorne mit Lounge-Sitzgruppe. Ja. Und auf dem Dach. Ja, der Waldi, der schnuppert. Und normalerweise gehört der Hund in die Garage, aber bei Orange Camp ist er auf dem Dach. Aber nur auf der CMD. Ja, genau.